Ich begrüße euch zurück hier bei Divinity 2, The Dragon Knight Saga, in den Tunneln, die, ja, von Goblins nahezu überlaufen. Wir wollen rausklettern zum Trümmertal und ich bin gespannt, wo genau wir auskommen werden. Ich kann mich noch grob daran erinnern, wo die drei Ausgänge der Tunnel genau, der Tunnels, genau hingeführt haben. Lustiges Wort, oder? Aber welche jetzt genau wohin führt, weiß ich nicht mehr. Aber okay, wir finden das gemeinsam heraus. Und ganz am Rande, ich bin echt überglücklich darüber, dass wir den neuen Bogen gefunden haben. Der wird sicherlich gute Dienste leisten. Und ich bin ein bisschen aufgedreht, ihr merkt es, aber hey. Na gut, wir machen weiter. Wir sind ja immer noch dabei, uns langsam aber sicher hier an die Gegner heranzutasten mit dem Schwert, der neuen Rüstung und hoffentlich auch dem neuen Bogen. Funktioniert das ja auf jeden Fall wesentlich besser als vorher, aber letztlich gemeistert haben wir die Region immer noch nicht. Ach du Schande. Ach du Schande. Ihr wisst genau, wo wir sind, oder? Mit dem neuen Bogen sind die Gegner beinahe zu schwach, oder? Seht euch das mal an. Wir brauchen aber irgendwas. Er will keine Würste essen. Ich weiß nicht genau warum. Der Bogen ist der Wahnsinn, oder? Der Bogen ist der Wahnsinn. Der Bogen ist der Wahnsinn. So. Ja, schöne Überraschung, dass wir hier oben rauskommen. Hier direkt bei dem Gerüst, bei Lord Lovis Turm. Ihr seht, das ganze Gebiet ist durch diese unterirdischen Tunnel miteinander verbunden. Fettfahren und das ist Ginseng, oder? Super. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Na gut, recht spontan, aber haben wir ganz gut hinbekommen. Der neue Bogen ist, glaube ich, der Schlüssel, um hier recht souverän gegen die Gegner voranschreiten zu können. Kompositbogen. Aber okay, auf zurück in den verfallenen Tunnel. Es gibt ja noch eine ganz andere Abzweigung in die andere Richtung, die wir natürlich auch abgehen wollen, um dann hoffentlich auch den letzten der drei Anhänger zu finden. Beziehungsweise das letzte Amulett zu finden. Oh Mann, also so effektiv habe ich mir den Bogen da nicht vorgestellt. Dann könnte man jetzt aber auch meinen, dass unsere ganze Problematik mit den Gegnern, die wir in letzter Zeit hatten, durchaus darin bestehen konnte, dass unsere Ausrüstung einfach zu schlecht war. Wir könnten sicherlich inzwischen auch eine bessere Rüstung haben, was dann erneut nochmal unsere Schadensresistenz und vielleicht sogar unsere Lebensenergie deutlich erhöhen würde. Und damit das Ganze nochmal etwas vereinfachen würde. Aber okay, wir wollen uns nicht beschweren, wir wollen froh sein, dass wir überhaupt jetzt so gut vorankommen. So, hier haben wir eine weitere Kiste. Gold oder Trank der Verjüngung? Wo kam der denn jetzt her? Ach, eine Falle. Achso. Das ist ja sehr nett. Eine Falle, die ihn nur als Skelett erscheinen lässt. Sehr freundlich. Oh Mann, mir gefällt's hier nicht. Und ich will vor allen Dingen nicht auf irgendwelche Fallen treten. Wir speichern nochmal an dieser Stelle. Oh Mann. Also, der letzte Gang des Tunnels. Warte darauf, erkundet zu werden. Flüsterholz. Ich darf nur nicht auf die Falle treten, denn es gibt hier, meine ich zumindest, sogar Teleporter.
So. 190 Erfahrungspunkte nehmen wir gerne mit. Und hier rechts in der Abzweigung könnte sich theoretisch das letzte Amulett befinden. Knochenmagier muss er natürlich noch sein. So, was haben wir hier? Fass Gold. Langsam aber sicher können wir das so auch gut zusammensammeln. Flüsterholz. Okay, jetzt ist die Frage, wo? Falsch, ich möchte gerne die Karte sehen. Ah, okay. Dann gehen wir erst hier lang. Und erneut jemand, der, ja, den Steinschlag nicht ganz so unbeschadet überstanden hat. Was haben wir hier? Kiste, Talisman des Ostens. Damit haben wir alle. Leichter Kampfschild. Alle Talismänner beisammen. Klasse. So. Bleibt natürlich noch die Frage, was hier noch für ein Gegner auf uns wartet. Oh, da ist sogar eine Kiste drauf. Seht mal. Wasser und Goldkristall. Nehmen wir mit. Der Bogen ist aber echt der Wahnsinn, oder? Das ist mal ganz am Rande. Das ist echt der Wahnsinn, wie gut wir damit vorankommen. So, hier haben wir noch Fettfahren. Noch zwei Fässer und da natürlich auch noch ein Knochenkrieger. Und hier scheinbar eine kleine Schlafstation der Minenarbeiter, die hier wahrscheinlich den Tunnel ausgehoben haben. Die jetzt natürlich allesamt tot sind. Kleiner Kasten, Gold. Kiste, Goldkristall. Okay. Was haben wir hier? Gold. 57 Gold sogar. Gold, Roteisenherz und eine schwarze Rose. Eichentränen. Ja, wir sollten bald nochmal einige Tränke herstellen. Fettfahren. Minenwächter. Ja, hier hat ein wahres Massaker stattgefunden. Und hier ist dann der letzte Ausgang, den wir noch nicht erkundet haben. Bevor wir hier hinausklettern, werden wir aber noch einmal zurückgehen zur guten Statue. Wir haben ja alle drei Amulette beisammen. Und wollen jetzt natürlich versuchen, irgendwie das Rätsel zu lösen. Wir haben ja gehört, man braucht alle drei Amulette, um die Macht des Dämons zu empfangen. So stand es zumindest im Buch. Das wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, oder? Denn wir haben alle drei Amulette. Und der Dämon wartet schließlich auf uns. In gewisser Art und Weise zumindest. So. Und ihr merkt das schon, oder? Es gibt wirklich so viele Geheimnisse hier im Spiel. Auch jetzt das hier mit den Amuletten. Man könnte es einfach ignorieren, auf Seite liegen lassen und jetzt einfach weitermachen im Trümmertal. Aber ich möchte unbedingt alles mit euch gemeinsam erleben. Euch jedes Geheimnis zeigen. Jedes ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber... Nun ja. Ihr seht, ich gebe mein Bestes. So. Sehr schön. Ja. Moment. Ihr hebt den Talisman des Südens in die Luft und die Statue scheint euch zu bemerken. Okay, Westen. Die Statue sieht euch regungslos an. Osten. Die Statue beginnt zu leuchten. Oha. Okay, ihr seht, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der man die hochhalten soll. Ja.
Wie machen wir das jetzt am besten? Wir speichern und probieren am besten einfach alles durch. Ich glaube, das habe ich damals auch durch Probieren herausgefunden. Wir können das Ganze so machen. Osten. Er hebt den Talisman des Ostens in die Luft. Die Statue sieht, die Statue beginnt. Okay, das war auch falsch. Dann nochmal Osten. Ihr hebt den Talisman des Ostens in die Luft. Und die Statue sieht, die Statue beginnt. Okay, das war auch nicht richtig. Dann Westen. Ihr hebt den Talisman Osten, Statue, Süden. Statue beginnt. Ah. Westen, Osten, Süden. Ihr habt gesehen, wir haben alle drei Talismänner verloren. Und seht mal, was wir erhalten haben. Moment. Gar nichts. Moment. Okay, man hat scheinbar nicht unendlich viele Versuche. Verstehe ich das richtig? Verstehe ich das jetzt richtig, dass das Amulett... Moment, das war merkwürdig. Wenn ihr jemanden namens Damian trefft, lauft fort. Was für ein klasse Tipp, aber im Nachhinein einer der wichtigsten Tipps, die man erhalten kann. Moment. Ihr hebt den Talisman des Westen. Die Statue beginnt. Okay, das ist auch nicht richtig. Süden. Ihr hebt den Talisman Westen, Statue, Osten. Süden, Osten, Westen. Hä? Dann ist es doch. Dann war es wohl richtig, oder? Dann ist es. Jetzt bin ich total verwirrt. Ihr hebt den Tal möglicherweise. Ach so, ich war zu weit hinten. Ihr hebt den Statue, sieht die Statue. Entfernt, entfernt. Ach so. Ja, ich bin so blöd. Ja, das war die richtige Reihenfolge, die wir vorhin schon gewählt haben. Hier ist nämlich jetzt ein neuer Kasten erschienen. Also, ich lade jetzt nochmal kurz, damit ihr jetzt seht, was die richtige Reihenfolge ist. Das darf ja nicht wahr sein. Da ist, da erscheint davon diese Dose an seinen Füßen. Habt ihr es gesehen? Ich dachte, wir bekommen, das gewünschte Objekt dem Inventar zugefügt, aber okay. Es ist die Reihenfolge Westen, ihr hebt den Talisman Osten, Staat, Süden, Staat. Oder? Ja, Westen, Osten, Süden. Und dafür erscheint hier diese Kiste, in der sich der Talisman des Nordens befindet. 2 Magieschaden, 2 unbeugsamer Wille, 2 Weisheit, 1 Feuerball. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg wird das, ja, das Amulett sein, das ich am meisten trage. Allein aufgrund der Weisheit, die uns mich jetzt permanent einen Erfahrungsbonus gibt. Moment. Weisheit 2 von 5. Aktuelle Stufe. Ich glaube 4% mehr Erfahrung. Profitiert davon, dass ihr die Kriegsführung und den Kampf an sich nicht nur als eine Abfolge von Aktionen und Reaktionen erachtet, sondern vor allem als eine Kunstform. Dadurch sind eure Erkenntnisse nach jeder Auseinandersetzung größer als die von anderen. Ja, wir sammeln schnelle Erfahrung. Trankwirkung. Boah, auch nicht schlecht, oder? Naja, wir sparen uns trotzdem erstmal die Fertigkeitspunkte. Und wollen, wie gesagt, auf jeden Fall auch noch hier den letzten Ausgang durchqueren. Ja, einige von euch können sich noch erinnern, ich habe ja mal diesen Bergpfad gezeigt und gesagt, da werden wir später dann gehen oder vielleicht von der anderen Richtung kommen. Genauso weit ist es nämlich jetzt. Denn da werden wir oben am Ende dieses Bergpfades, der ganz am Anfang hier des größeren Trümmertals zu sehen war, dort werden wir auskommen. Und von da aus könnten wir dann eigentlich direkt Richtung Lord Lovis Turm gehen, denn theoretisch gesehen sind wir hier fertig, oder? Wir haben alle Gänge erkundet, wir haben das Amulett des Nordens und sind somit theoretisch bereit, zum Trümmertal zurückzukehren. Da ich weiß, was da oben wartet, speichere ich in weiser Voraussicht. Atme ein, atme aus und los geht's. Das kann spaßig werden.
Nahkampf, Fernkampf, Magie. Drei Möglichkeiten, drei Optionen. Ah, ich weiß nicht, ob davon eine wirklich effektiv sein wird, denn, ja, ich sagte ja bereits, ja, hier wartet jetzt etwas ziemlich Unberechenbares auf uns. Auch Lord Loves Turm dürfte noch mal recht anspruchsvoll werden, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. Ah. Ich kann nicht. Ich fühle mich gar nicht gut. Ah, ich bin gestorben. Welche Überraschung. Wir laden nochmal. Ja, das Problem ist, dass der Häuptling sehr viel Schaden macht und der Heiler gleichermaßen das Problem bereitet, dass er sich heilt. Oder eben auch den Häuptling heilt, weshalb wir den Heiler zuerst ausschalten müssen. Aber währenddessen kann der Häuptling natürlich extrem viel Schaden an uns ausrichten. Ah. Hm. Schwierige, schwierige Entscheidung. Was machen wir am besten? Problem ist, wenn wir versuchen zu flüchten, das wird auch nicht wirklich gelingen, denn da warten dann nur weitere Goblin-Horden auf uns. Okay, wir probieren es nochmal. Alle guten Dinge sind hoffentlich zwei und nicht drei, denn nochmal zu sterben, ja, kann ich mir Schöneres vorstellen. Eure Fähigkeit zu springen und abzurollen stellt eine großartige Verteidigungstaktik dar. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man das so macht wie ich, mit dem Bogen kämpfen, beziehungsweise mit dem Bogen schießen. Ja, ja, wie machen wir das? Wir könnten das Ganze auch viel taktischer machen und einfach runterspringen und einen rumlaufenden Weg hoch freikämpfen, denn dann haben wir viel mehr Platz, um die Gegner auseinander zu locken, aber ich würde es eigentlich gerne so hinbekommen. Oh Mann. Nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich kann nicht. Okay. Geschafft. Ja, die Goblin-Häuptlinge. Starke, böse Gegner. Gold, Trank der Gewandtheit. Tja, da haben wir aber schön die Sprungattacke ausgeführt, um den Heiler zu erledigen. So, kurze Orientierung. Wir sind jetzt, wie angekündigt, hier oben. Da oben. Hier, da haben wir ja Talana sterben gesehen und wir sind hier oben. Tja, so schließt sich der Kreis. Moment, ihr seht das auch. Da ist der Steinkreis. Da hinten. Und da ist Lord Loves Turm. Alles recht eng miteinander vernetzt hier im Trümmertal. Der Bogen ist echt der Wahnsinn, oder? Ich bin echt begeistert. So, und wir könnten dann auch durchaus nochmal dem guten Trümmertaldorf einen Besuch abstatten und einige Dinge verkaufen. Wir brauchen ja zum Beispiel keine zwei Bögen und. Das ist nicht die mutigste Art und Weise, aber so können wir uns hier schön den Weg freikämpfen. So nicht, Freundchen. So, sehr, sehr schön. Und ihr seht, langsam aber sicher schließt sich der Kreis. Da, wie gesagt, der Steinkreis, bei dem wir Talana getroffen haben. Und hier dieser schmale Bergpfad wird uns jetzt zurück zur Ebene über dem Turm von Lord Loves führen. Tja, und dann haben wir eine kleine Rundreise unternommen hier
durch das vordere Trümmertal. Es ist noch riesengroß, glaubt mir, es warten noch sehr, sehr viele Bereiche auf uns. Prozentual gesehen waren das vielleicht jetzt gerade mal 10% vom Trümmertal. Also, ja. Und vor allen Dingen ist es ja so vollgestopft mit klasse Geheimnissen, die ich alle auch erkunden möchte und beziehungsweise die ich euch zeigen möchte. Ja, weshalb wir noch einige Zeit hier im Trümmertal verbringen werden. Ich meine, wir können bis da ganz oben zu den Bäumen laufen, da zum Wasser. Wir können da hinten ganz weit ins Gebirge noch rein. Das ist wirklich, der Wahnsinn. Ich bin sogar beinahe so mutig zu sagen, wir könnten mal die, Drachentöter, die dort hinten stehen, versuchen zu beseitigen. Habe ich eigentlich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad immer mit etwas Mühe hinbekommen. Hier. Ach Quatsch. Der schwarze Ring ist es. Dieses Gift bringt mich um. Ich wurde vergiftet. Ich fühle mich gerade auch nicht mehr gut. Ich finde es genial, wie die Musik dann abbricht. Nee, aber das macht keinen Sinn. Stufe 11er, ja, ihr habt's gesehen, und dann alle mit Fernkampfwaffen, also das ist echt noch zu stark. Wir haben jetzt einen besiegt, auch knapp 500 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Auch nicht schlecht, aber auf lange Sicht, nee, das muss nicht sein. So, wir wollen lieber zusehen, dass wir hier jetzt hochkommen in Richtung Lord Lovis Turm. Zum Trümmertaldorf gehen wir dann später. Da können wir direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen. Nichts gegen Fliegen und töten muss man die auch nicht gerade, aber man sagt ja so. Dann klettern wir erstmal hier hoch und werden zusehen, dass wir irgendwie dort Lovis erreichen. So hat es ja der gute Zandalor aufgetragen. Ja, Lord Lovis. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, auch ein weiterer sehr interessanter Charakter. Dessen Turm hier schon darauf schließen lässt, dass er nicht gerade der frischste Geselle ist, aber wartet nur ab. So. Oh, diese Stille ist schon recht verdächtig, oder? So. Und da sind wir ganz, ganz oben. Ich habe anfangs gar nicht gewusst, dass man hier hochkommt. Ich war ganz verwirrt, dass hinten das Tor zu war. Das Tor da hinten am anderen Eingang eben. Und wusste gar nicht, dass man hier eben hochkommen kann. Mit dem neuen Bogen sind die Magier bzw. die Skelette generell deutlich schwächer und deutlich einfacher zu besiegen. So. Tja. Lord Lovis Turm. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Oh, und diese Musik. Echt klasse. Ich liebe die Musik. Nicht aufhören zu spielen. Nicht runterfallen. Oh. Ich habe uns schon fallen gesehen. So. Musik, Spiele, ertöne. Da haben wir nur leere Flaschen. Leere Kisten und natürlich hier den Wegpunkt. Schrein, Turm, Trümmertal. Ja, ja. So. Ich mache mal gar kein großes Geheimnis drum, dass man hier hochspringen kann. Dass sich hier der Hebel befindet, der das Tor öffnet. Eine Leiche, ouch. Einen Moment unaufmerksam und direkt sowas.
So, mich stört, dass die Musik nicht spielt. Deshalb laufe ich mal kurz weg und komme nochmal wieder. Denn die Musik unterstützt diese unglaublich tolle Atmosphäre, während man sich den Turm hochkämpft. Ja, bis da ganz oben, am Ende des Wasserfalls, können wir gehen. Und glaub mir, das wird noch sehr interessant. Lord Lovis. Ach, ich freue mich schon. Hat mir richtig gefehlt, der Gute. Na komm, Musik. Ah, sehr schön. Schon viel besser. Ah, die Abkürzung. Der andere Eingang, vor dessen Tor wir verzweifelt standen. Das sitzt fest. Nicht mehr lange. Sesam, öffne dich. So, es funktioniert ja ganz gut soweit. So. Oh, die Musik. Es tut mir leid, Leute, aber ich liebe diese Musik. Mein zweitliebstes Musikstück des Spiels. Das liebste werden wir auch noch kennenlernen, natürlich. Seht euch die Aussicht an. Da werden wir auch noch hinkommen. Seht euch diese Aussicht an. Alles Teile des Trümmertals, die wir noch erkunden werden und noch nicht erkundet haben. Ihr seht, es wartet doch sehr, sehr viel auf uns. Und das Trümmertal ist doch längst nicht das letzte Gebiet, das wir hier in Rivellon erkunden werden. Weiter, weiter hinauf. Ich möchte gar nicht reden, während diese Musik läuft. Es tut mir leid, aber... Ah, das ist so klasse. Oh Mann. So. Ja, ein Rätsel. 4 Statuen. 4 Druckplatten. Eine richtige Reihenfolge. Recht simpel. Nummer 1. Nummer 2. Nicht Nummer 3. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4. Rätsel gelöst. So. Ja. Diese wunderschönen Leuchtpunkte hier markieren uns bereits den Weg in Richtung Lord Lovis, den wir da unten antreffen werden. Wir folgen aber erst einmal dem Weg weiter nach oben, denn dort werden wir etwas finden, das wir für eine weitere Aufgabe brauchen. Nach da unten kommen wir noch. Beziehungsweise von da kommen wir. Ja, da geht's Richtung Trümmertaldorf. Klasse. Da werden wir noch lang gehen, da hinten. Da unten müsste ungefähr das Goblin-Lager sein. Oh Mann. Wir gehen erstmal weiter nach oben. Denn hier wartet noch etwas für eine Nebenaufgabe, wie gesagt. Denn wer sich erinnert, der gute Roman, der Priester des Dorfes, forderte uns hier auf, eine von Lord Lovis' Hinterlassenschaften zu finden. Die finden wir hier. Ganz oben auf der Spitze des Turms. Und zwar hier. Lovis Verlies. Wie gesagt, der eigentliche Weg ist unten, der Weg hinter den leuchtenden Spuren her. Doch hier haben wir auch einen sehr interessanten Raum. Gold. Gold, Drolexit. Gold, Wächterhelm, Trank der Verjüngung. Ihr hört die Stimmen schon. Und seht hier überall die Leichen. Lord Lovis ist nämlich nicht wahrlich ein, oder nicht gerade ein, ehrenvoller Herr gewesen. Da seht ihr ein Skelett, das uns nicht angreift. Nicht, aber macht euch keine Sorgen.
will euch nichts Böses und ich will nicht sterben. Lasst uns daher einfach reden und vielleicht sogar handeln. Okay, wer seid ihr eigentlich? Karlin, der alte Schmied von Lord Lovis. Recht berühmt zu meiner Zeit. Aber Ruhm vergeht nach ein paar Jahrhunderten, müsst ihr wissen. Heute bin ich ein typischer verfluchter Untoter. Eine langweilige Existenz. Das könnt ihr mir glauben. Ja, ganz kurz. Würden wir ihn jetzt fragen, warum ein Skelett leben kann und somit seiner eigenen Existenz... Oder würden wir seine eigene Existenz in Frage stellen, dann leidet er. Das ist so, das ist recht schade, da ich das eigentlich gerne wissen würde, aber ich möchte ihn nicht leiden lassen, weil er, wie ihr merkt, ein sehr sympathischer Charakter ist. Deshalb werde ich diesen Dialogsatz nicht auswählen. Karlins Schädel ist leer, daher findet ihr auch keine Gedanken zum Lesen. Danke, aber wir können trotzdem mit ihm handeln. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Okay, sehr schön. Wir sehen uns mal seine Rüstungen an. Nachtjägerhelm, Nachtjäger, Kampfrüstung. Die nehme ich mit. Ausrüsten, ja. So, wir können auch einiges verkaufen. Der Bogen kann weg, ja. Das Schild kann weg. Das Armeeschwert kann weg. Das war der einzigartige, das ist der normale, kann der auch weg. Das ist auch vom Waffenset. Das ist gewöhnlich. Dann packen wir... Ich weiß nicht. Da bin ich mir unsicher. Steinamulett behalten wir auch erstmal. Hat der zufällig auch noch Rüstungen? Helme, meine ich. Rüstung der Beschützer von Allerot. Ja, ihr seht, man kann ja echt das ganze Waffenset zusammenkaufen. Das ganze Rüstungsset. Antanas Ohrring. Aura der Entladung. Anastas, Entschuldigung. Wunderschöne Ohrringe, von denen es heißt, dass Lord Lovis Mutter, Königin Anastas, sie einst getragen haben soll. Beinahe tragisch. Boah. 5 bis 36. Nö, unser Schwert reicht vollkommen. Okay, trotzdem ein sehr sympathischer Charakter. Gold, Quarz. Wie gesagt, ich möchte ihm wirklich kein Leid zufügen, dem guten Karlin. Er ist mir sehr sympathisch. So, übrigens hier die Rüstung. Die Kampfrüstung, damit haben wir sie komplett, bis auf den Helm. Echt eine schöne Rüstung, oder? Ich liebe vor allen Dingen die Schulterplatten. Ihr seht hier überall die magische Aura. Knopf. Autsch. Hier ist noch ein versteckter Raum. Kiste, Gold, Giftstein. Kiste, Gold, Eisen, Trank der Belebung. Okay. Da war ein Knopf. Hier ist ein Knopf. Aua. Und jeder Knopf fügt uns irgendwie Schaden zu. Okay, dieser Knopf verwandelt uns in einen Marienkäfer. Und sorgt für eine Benommenheit. Ja, die Rüstung ist schick, oder? Ich liebe diese Rüstung. Ach, ich wurde vergiftet. Ist das erneut eine Reihenfolge? Die wir einhalten müssen? Da ist auch noch ein Knopf drin, seht ihr das? Ist das wirklich ein Knopf da drinnen? Das wäre aber gemein. Und damit hat sich, glaube ich, gerade die Xbox verabschiedet, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder beim nächsten Mal. Das darf ja nicht wahr sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Divinity 2. Ich denke, ich muss viel nachspielen. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Darf ja nicht wahr sein.